gut gecastet. Weil du in den ganzen normalen Standardfilmen siehst du eigentlich schon an den Physiognomien, was die Guten und die Bösen sind. Mhm. Was zum Beispiel eine ganz interessante Sache war, dass es ja viele amerikanische Gefängnisfilme gibt, wo da meistens ja oft die Wärter die Bösen sind, wo auch die Wärter miese Physiognomien haben. Wenn du jetzt wieder Green Mile anschaust, was einer der ganz wenigen Filme ist, was ein Gefängnisfilm ist, wo eigentlich die Wärter die Guten sind auch. Ja. Dass eigentlich nur der eine Wärter der Böse ist. Und dass du das immer schon von vornherein, jetzt sind wir wieder bei der Physiognomie, das hat nichts mit schön oder hässlich zu tun. Aber jetzt pass auf, das wollte ich nicht erzählen, mir geht es um was anderes. Wenn wir jetzt raumzeitlich denken, dass das ja nur Schauspieler sind, dass sich ja keiner die Physiognomie aussuchen kann, kann ich jetzt definitiv sagen, wenn der kein Schauspiel ist und der hat das Gesicht, dann muss er ja im normalen Leben auch so Arschloch sein, wenn er immer in der Physiognomie... Das ist doch aber nicht. Doch, natürlich. Nomen ist Domen. Aber ich mache jetzt ein ganz hammermäßiges Beispiel. Absolut. Dass das hier, du kannst, machen wir mal Kinski oder so. Ja. Und du kannst immer wieder, wenn ich jetzt mit Dexter, das ist diese Werkzeuge, wo du hast, du kannst wie innen so außen. Aber jetzt mache ich ein schönes Beispiel, wo ich immer wieder zur Zeit nehmen muss. Aktuell ist, ich habe mit Sicherheit alle Avandar angeschaut. Ja. Und pass auf, der Böse in Avandar. Der Colonel. Der Böse halt. Ja. Der Colonel, ne? Ja. Das, wenn du den siehst, da war die Premiere, das ist jetzt für mich, ich spreche normal als Mensch, als Udo, der aufmerksam beobachtet, ist die Premiere von Avandar in London und dann treten ja die Schauspieler immer mit auf und dann kommt der im Anzug, ich hätte ihn fast überhaupt nicht gekannt, sag ich, das ist schauspielerische Leistung, weil selbst in der Physiognomie, wenn den Schauspieler als Privatmann siehst, hat er eine absolut sympathische, der hat mit diesen Typen, wo er charakterisiert, mit den Narben, mit dem ganzen Auftreten, mit dem, was er macht, wenn du den normal siehst, ist das ein komplett anderer Typ. Das heißt, immer wieder, der spielt den Bösen und macht dann natürlich auch mit dem Auftreten in der Physiognomie, aber wenn den normal laufen siehst, ist das eine total sympathische Erscheinung. Aber es ist bei den meisten, wo du hast, Sinn, die Physiognomie ist einfach Physiognomie. Und wenn das einer spielt, wo man sagt, ihr werdet so oder so besetzt, ist es immer wieder so eine Sache, dass du das auch hast, wenn du nicht schauspielst, jetzt raumzeitlich gedacht. Und das kannst du in keinster Weise wegmachen. Und darum sage ich immer wieder, wenn du lesen kannst, und Physiognomie ist nicht, was viele machen, je nach Hudert, hast du mal breitstehend, die Augen eng stehend, Ohrläppchen weiter unten. Das ist so oberflächlich. Das Erste, was ihr euch antrainieren müsst, ist einfach nur beobachten, Menschenkenntnis. Und das heißt, wenn du jetzt dir ein menschliches Gesicht denkst, können wir zuerst einmal, das ist mit der Computertechnik, wo ich sage, die Emotionstools, wo ich erkläre, du brauchst nur ein Emotionstool, das kannst du dann über jedes Grundnetzgitternetz drauflegen. Was entscheidend ist, dass solange du Physiognomie machst, hast du auch hier ein arithmetisches Mittel, gehst du meistens in die Irre. Das arithmetische Mittel, denk wieder an unser Beispiel mit dem Messen. Wenn ich jetzt blind einen einzigen aus einer Messe raus tue, es ist auch auf der Computermesse, läuft eventuell einer mit ESO-Gewand rum. Esoterik-Gewand. Wenn ich jetzt aber die Esoterik-Messe habe, dann hast du wirklich ein arithmetisches Mittel. Und es geht dann nicht, dass du irgendjemandem irgendwas vorwirfst, sondern das hast gleich und gleich gesetzlich dann. Und wenn du das sehen kannst im Gehabe, können die Masken aufsetzen, dann kannst du sehen. Das ist ja immer wieder Lyman zum Beispiel im Fernsehen, wo ich gesagt habe, Physiognomie lesen, also die Point, die Lügen, die menschlichen Lügendetektoren, mittlerweile kannst du das trainieren und bist wesentlich besser wie alle anderen. Diese Kleinen, nur aufpassen, weil der Körper, du hast in deine Mechanismen in dir drin, da kannst du nicht lügen. Was jetzt hier darum geht, ist bei Physiognomie, egal ob du jetzt hier nimmst, einen jungen Menschen oder einen alten Menschen. Ob du hier ein asiatisches Gesicht nimmst, ein negroides Gesicht, also ein schwarzen nimmst, was auf der ganzen Welt gleich ist. Wenn einer lächelt, hat er andere Zuckungen, wenn er traurig ist, wenn er zornig ist, wenn er begeistert ist. Es sind minimale Unterschiede in die Augen. Wenn ich jetzt jemandem was erzähle, merke ich genau, wenn der wegleidet, wenn er hier, ich passe mich laufend an im Redefluss, wenn er hier unaufmerksam wird, wenn er erstaunt ist, wenn ich merke, der kapiert was oder er kapiert es nicht, dann muss er nicht einmal was reden, das siehst du. Wenn du sehen kannst, siehst du das. Das ist jetzt übrigens kein Wunderwerk. Es ist einfach wie ein Aufmerksamkeit. Und das ist auch ein Spaß. Und das lernst du einfach nur durch dich hingucken, durch Beobachten.
Das ist einfach nur durch Tierchen gucken, durch Beobachten. Und du wirst dann immer wieder merken, auch hier sind Kreaturen, wenn rumlaufen. Ich habe also mit Bildern nochmal, früher habe ich immer aus der Zeitung nochmal immer was ausgeschnitten, nicht welcher die Artikel, weil ich so schmunzeln musste, wenn dann immer Gruppenfotos sind. Ich sage, du hast hier die typischen Versicherungsvertreter und Bankmenschen. Wenn du Jüngere laufen hast, es geht jetzt nicht nur um die Anzüge. Wenn dann immer sagen, hier, man zieht dann die Anzüge an oder auch Politiker, dass sie seriös sind. Und ich sage, wenn die wüssten, wie unendlich unseriös sie sich dadurch machen, wenn einer sehen kann. Das ist, und dann hast du hier wieder irgendwelche Weltverbesserer. Öko, die ganze Öko-Schiene mit Zeug und war. Und jeder muss ja sein Leben leben. Jeder muss seine Rolle spielen. Und ihr wisst, wie oft ich betone, ich werfe keiner Kreatur, keiner Figur, die ich in diesem Lebensroman erschaffen habe, vor, dass die so ist, wie sie ist. Das ist nicht unser Thema zu kritisieren, sondern die ganze Palette zu genießen. Was ich erschaffen habe, ist die Gnade des träumenden Geistes, der du bist. Und der Genauigkeit halber weise ich darauf hin, dass das, was du bist, wesentlich komplexer ist, wie wenn ich jetzt sage, da ist bloß ein Träumer, weil ein Traum ist nur eine Perspektive. Das ist jetzt immer wieder, wenn ich das Beispiel gestern mit euch mit der Tasse, wo ich immer wieder zeige, die zwei Seiten, dass wenn du sie anfasst, ist, wenn du auf der Ebene von dir bist, dann ist sie was anders, so wie wenn ich sie jetzt anfasse. Und sie meint, sie wird von was anders angefasst. Und auf der höheren Ebene merkst du schon, das ist wie wenn die Hände das machen und die Hand wird jetzt behaupten, das bin ich nicht. Aber es gibt immer eine Stufe drüber. So wächst das Bewusstsein. Es gibt immer noch mal eine drüber, wenn ich jetzt hier so, dass die Stufe drüber, wenn du zum Beispiel zweidimensional wahrnimmst, du denkst jetzt eine zweidimensionale Wahrnehmung, die Welt wäre dieser Tisch, die Ebene, diese Wasserfläche vom Tisch. Wenn ich jetzt mit meiner Hand reingreife, okay, dann entstehen hier 5 Kreise. Könnt ihr euch vorstellen? Ja. Da entstehen 5 Kreise. Wenn ich die jetzt bewege, okay, dann ist, wenn der Kreis ein eigenes Bewusstsein hätte, sitzt neben ihm ein anderer und neben ihm sitzt ein anderer. Verstehst du? Die Hand, ich drüber weiß, dass das nur meine Finger sind. Okay, jetzt schaut euch den Tisch an und wenn ihr euch das obere denken könnt, wisst ihr, wer ich bin. Ist. Ja genau, das ist der Rollstuhl. Verstehst du? Das sind die Kreise. Und ich bewege die Hände, nicht ihr bewegt euch. Ja. Wie ich immer wieder so schön sage, ich habe die Fäden in der Hand, alle Fäden. Auch wenn ich dich in deiner persönlichen Welt an den Fäden ziehen lasse. Aber ich habe sie halt trotzdem in der Hand. Wenn du zu arg verkehrt ziehst, dann steuere ich etwas nach. Das ist in einem gewissen Maß. Ich sage, eure Welt ist eine Führerscheinprüfung und da haben wir Theorie und Praxis. Die Theorie, habe ich gesagt, jetzt hast du mal so von den Bildern mit den Fehlern. Der theoretische Bogen habe ich oft drüber gesprochen, aber ihr habt ja auch noch Praxis. Das heißt, definitiv, ihr sitzt im Auto und ich sitze daneben und wenn da wirklich, dann steige ich schon die Bremse und dann könnt ihr so viel auf Gas geben, wie ihr wollt, dann geht nichts mehr. Und ich lange euch schon öfters ins Lenkrad. Da kann ich nicht lachen. Nee, aber es ist wichtig wieder für den Geist, wieder für den Geist, der zuhört. Dass überall steht es ja dann, ich bin du. Dass ich immer wieder sage, du bist das. Solange du jetzt aber glaubst, bloß der kleine Finger zu sein, dann ist das drum um dich herum, ist immer noch irgendwie fremd. Ja. Wenn du nur beobachtest, dich selber und alle anderen, und die vollkommen durchschaut hast, erst dann bist du selbst. Und dann plötzlich mit dieser Erkenntnis kriegst du das, was du Leben nennst, einen vollkommen neuen Anreiz, vollkommen neue Ziele. Dann tritt alles, was bisher wichtig war, was eh vergänglich ist, was man aufbaut, in den Hintergrund, man verlagert sich, das heißt, du verlagerst dein Interesse, damit verändern sich deine Informationen in deinem Kopfkino. Und wenn du an etwas nochmal denkst, ist es nochmal da. Und alles, was du jetzt denkst, resonierst du noch in einem gewissen Sinne. Lecker. Das, wo ich sage jetzt für dich, war vorher, du kennst jetzt ausgedacht ein Vorher, wo es keinen Udo gegeben hat, dann tauchen diese Schriften auf. Das ist der Udo-Moment da. Ihr denkt natürlich auch oft an den Udo, wenn jetzt nicht die Person da ist. Bist du dann rein das Hauptwerk, die Lehre wird? Die Lehre ist schon schön mit Haar ohne Haar. Und du wirst dann das verlagern und dann denkst du an den Udo nicht mehr. Das ist ja, der Udo sagt ja ganz klar, der ist bloß ein Wegweiser. Wenn du die Richtung gehst, der Lehre, dann ist der Wegweiser, der taucht auf und ist weg. Den kannst du nicht mitnehmen und der führt dich auch nicht. Die Lehre ist das Entscheidende. Das Einzige, was ewig ist, ist das Nichts, das du bist, der Geist, der du bist. Den will ich wach machen, den kann ich wach machen, nichts anderes. Macht das Sinn, Helga? Ja, das macht absolut Sinn. Absolut. Ich bin manchmal dagegen. Thank you.
Aber das muss sein, nicht so schlimm, als wenn mir das eigene System scheißt. Ja, auch das muss sein. Auch das muss sein. Das geht immer wieder. Es ist wirklich so. Du musst auch absolut ehrlich zu dir sein. Nur. Immer wieder. Lügst du jetzt? Helga, nochmal, ich kann anderen ehrlich was vormachen. Ja. Aber die schlimmsten genau so Lügen sind die Selbstlügen. Ich kann dir selbst das vorlegen, ja, wie doll ich bin, wie weinig ich bin. Und wenn dann sagt, du hast mich, du verstehst mich genau nicht, so. Sobald dein Ego aufhört, sich verteidigt oder vorgaukelt, was es ist, was zu sein scheint, allen voran hier, egal in jeglicher Form, von Esoterik, wie weit man ist, was man alles begriffen hat. Aber Udo, es ist also, so geht es mir manchmal. Ich fühle manchmal Dinge, wo denke ich, wie können die mir erzählen? Also ich fühle manchmal Sachen, wo ich weiß, die Seele, die redet nicht die Wahrheit. Und jetzt kommt die Frage, muss ich das so akzeptieren, wie es ist? Was das hier? Ich spüre das. Ja, das ist das. Schaust dir doch an, da darfst du in keinen Laden mehr reingehen. Das ist. Ich habe gerade heute Morgen Werbung ist rein legalisiert, es gibt keine Seriosität mehr. Das ist, glaube ich mir, ich habe das ja in meinem ersten Büchchen schon, wo ich erkannt habe, jetzt nicht anklagen, sollte das einer gelesen habe, über Ordnung, diese Ohrenbohrung an der 90, wo vor meiner Transformation war, das habe ich 89 geschrieben. Dass jetzt hier, wenn dann nicht das Wissen, warum soll ich vom Führer, da war ich nicht Mensch, wie gesagt, ich habe mit Köln oder Religion, man merkt schon, was meine Interessen waren. Und wo ich hier von Gott spreche, nicht in einem religiösen Sinn, das ist mehr Wahrnehmungspsychologie, wo ich auch sehr viel zitiere, das war aber auch der Respekt jetzt, das war ein normales weltliches Denken und da hatte ich meine Vorbilder, wo ich natürlich viel gelesen habe, Weltliteratur. Wo ich dann eben gesagt habe, das ist so dieses Doktorarbeitenprinzip, wieso soll ich was, wenn mich was begeistert, wie soll ich das umschreiben, dass es von mir ist, wenn das schon so perfekt formuliert ist. Und das ist natürlich immer wieder ein Zitiergedächtnis, das ist so, was geistlos ist, da ist der Udo auch noch geistlos gewesen, jetzt immer wieder, was ich mir jetzt ausdenke, weil normale, die sich sehr geistreich denken, was dich auch sehr imponiert, wenn einer sagt, und der hat gesagt, und Shakespeare steht, und das und das und das. Ich sage, das ist ein Computer, der rezitiert, was einprogrammiert worden ist. Das hat mit Verstehen nichts zu tun. Ja. Aber ich komme auf diese Ohrenbohrung zurück, dass ich hier der Hauptkontext ist, was ich erkannt habe, 89 schon, dass egal wo du hingehst, dieses Wort beraten, dir einen Rat geben heißt, einen selbstlosen Rat geben. Und wenn du aber in einer Gesellschaft bist, wo du leben musst, wenn die einer wirklich berät, musst du denn dafür bezahlen. Ist ja kaputt. Wenn ich jetzt jemand richtig beraten tue, dann kauft er nichts mehr bei mir. Das ist keine, pass auf, jetzt ganz klar, Marion. Ich gehe mal weg von meiner Branche. Es ist damals schon 89 und es ist einiges passiert im negativen Sinn, dass selbst seriöse Firmen, wo ich sage, es geht nur noch, du überlebst, du machst Geld, wenn du besser bescheißt wie die anderen, besser manipulierst, besser, und das ist alles unter dem Deckmantel in einer zivilisierten Gesellschaft. Dieses System, Bundesrepublik Deutschland, ist rein, was die geistige Manipulation anbelangt, ich kann immer zwei dazu, wesentlich unfreier wie jetzt in der ehemaligen DDR oder im Nazireich. Das ist auch, es ist bloß, es die Genialität besteht darin, dass es keinen einzigen Bewusstsein ist, weil es kein Bewusstsein gibt. Einige, die gegen ein System wettern, haben kein Bewusstsein. Aber jetzt lass uns ganz kurz zu deinem Beraten. Ich gehe jetzt einmal aus meiner Branche weg. Wenn du reingehst, versuchst du zu verkaufen nach einem psychologischen, ich habe einen im Laden, den ich Geld machen kann. Und ich muss ja leben. Und das ist, mache ich jetzt was. Du hast aber ein scheiß Gefühl dabei. Nee, aber das ist so. Man muss ehrlich sein. Das ist so. Marion, wieso meinst du? Muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe ewig gesucht bei mir im Laden, dass ich einen Weg gefunden habe, aber nur in der Sache, die keiner hatte, dass ich das nicht hatte. Darum wollte ich auch nicht verkaufen. Und das bei mir mit Beratungsgesprächen. Ich war so gnadenlos ehrlich, dass ich zu Leuten immer, das ist entweder vertrachtet die Wahrheit, ich habe CD-Player umgebaut. Ich habe versucht, das erste Mal, für möglichst wenig Geld durch den besten Plan zu liefern. Wenn man das Büchchen liest, das wird alles ehrlich geschrieben. Was jetzt da nicht drin steht, was jetzt zum Beispiel ein CD-Player, den kann ich ja vom Material her nicht selber machen, nicht von der Technik, ich sage aber meinen eigenen, ich habe eigene Verstärker auch gehabt, bloß dass das in einer Kleinserie unheimlich teuer ist, es ist immer das Gehäuse, die Peripherie, die Elektronik drin, die kann man in Kleinserie machen, oder brauchst du ja Gehäuse. Und das tut dir gar nicht, dass ich dann festgestellt habe, ich nehme einfach billige China-Geräte oder Japan-Geräte, welchen Gehäuse, das auf ein Beispiel, den Verstärker, wo ich da am stehe, das ist ein Sherwood.
Der hat gekostet im VK 500 Mark und war der normale Verdienstspanne, waren 15 oder 20, sag was. Das ist ein 500 Mark Verstärker und den kaufe ich netto 300 und etwas eingekauft. Was ist nochmal? Ist ja egal. Jetzt pass auf, wenn ich jetzt nur, das ist so ein großer Verstärker mit Fernbedienung, mit Lautstärkeregler, mit Tasten, also hier so eine große Kiste mit allem drum und dran. Es geht nur um das Material. Wenn ich jetzt einen Prototyp, meinen kleinen Verstärker, meine eigenen edlen Verstärker, die haben nur drei Knöpfe. Einen Lautstärkeregler und einen Ausschalter und einen Knopf, wo du sagst, jetzt höre ich Platte, jetzt höre ich Radio, jetzt höre ich Kassettenrekorder. Mehr war da nicht. Jetzt habe ich natürlich versucht, das ein wenig schön zu machen. Zum Beispiel meine Edelserie, die hatten Marmorfronten. Das Problem ist nicht Marmor, dass das edel ist, sondern weil wenn ich ja so eine große Marmorplatte rausschneiden lasse, als Wiese, die kostet fast gar nichts. Das ist immer wieder relativ. Pass auf, ich lasse so eine Marmorplatte rausschneiden, das ist eine Fliese mit einem schönen Marmor, wo ich runterschneide, ich habe Marmorboxen erbaut, dass das total edel, wenn ich die Kanten mache, aussieht und kostet vielleicht, der Streifen kostet vielleicht mit Bearbeiten 4 Mark oder 5 Mark. Bei den Sachen, wenn du die kennst. Und wenn ich jetzt ein ganz einfaches Standardgehäuse mache und setze das praktisch als Front drauf und dann mache ich einen einfachen Messingknopf, den ich drehen lasse, dann habe ich mit Marmor, sieht das edel aus und kostet nichts. Wenn du Standardsachen holst, wird das teuer, aber es geht dann los, wenn du nur hinten Buchsen reinfräsen lässt. Pass auf, ich habe Prototypen, ein kleines Standardgehäuse mir gekauft, für die Buchsen hinten habe ich das ausfräsen lassen. Und da hat also das Ausfräsen, bloß das Ausfräsen von den Buchsen, wenn das aber nicht mit der Bohrmaschine, sondern dass das schön aussieht, dass du die Dinger reinkriegst, habe ich das vom Gehäuse, glaube ich, 89 Mark oder was bezahlt. Ja, was soll ich für den Verstärker verlangen? Ja. Und dann komme ich drauf, dass ich sage, ich schaue, was ich benutzen kann. Ich nehme einen normalen Verstärker und dann schmeiße ich alles raus, wobei Trafo und so kann man für die Sachen eh noch machen. Mir ist nur ums Gehäuse gegangen, weil ich in keinster Weise in der Lage gewesen wäre, dieses optisch, diese Perfektion in einer Kleinserie zu machen. Aber jetzt komme ich zum Wesentlichen. CD-Player, damals waren im Standard die billigsten CD-Player, die es zu kaufen gegeben haben, war 500 Mark. Und die edlen Geräte, was du jetzt weniger hast, was so High-End in den Zeitungen ist, das ist dann losgegangen, 8.000, 10.000, 12.000, 25.000 Mark ein CD-Player plus. Das ist so wie bei Autos. Und das ist ein Großteil meiner Kunden. Ich habe natürlich einfache, ich habe viele High-Ender. Ich mache immer, in dem Wort hat einer Vorwort geschrieben, Manfred Litzen aus Mülheim. Das ist ein Totaler, der hatte eine Anlage für 120.000 Mark zu Hause, nur die Stereoanlage. Und der ist durch Zufall ein totaler High-Five-Fan. Der hat ja das viele, das ist ein Markt wie die Edelautos, wo wir nur bloß vom Himmel sagen können. Aber was hier so entscheidend ist, dass hier immer wieder im direkten Vergleich, und dann sagt er, ja, was haben Sie? Und ich sage dann das erste Mal, ja, den neuen CD-Player von bla bla bla, ein 18.000 Mark CD-Player. Und dann sind Sie so nett, wenn Sie kommen, der einen Termin ausmacht, wollten Sie einen CD-Player mitnehmen, mitbringen? Und dann sagt er, kein Problem, weil ich kenne die, ich kann ja aus Zeitschriften diese tollen Dinger kaufen zum Vergleichen. Ich habe zwar immer wieder welche da gehabt, aber wenn ich die Möglichkeit habe, soll ich Kunden bringen den mit. So, weil dann müssen wir nicht diskutieren und nur im Vergleichen mit dem Klang. Dann bringt ihr den 18.000 Mark CD-Player mit und ich ein ganz normaler, billiger 500 Mark CD-Player, den ich aber umgebaut habe. Ich komme dann zu dem Umbau. Und jetzt ist es also so, dass ich immer ganz fair verglichen habe. So, da können wir es jetzt zuschauen. Das ist zum Beispiel bei Lautsprecher. Man kann auch hier manipulieren. Das ist immer, ich habe den Testziegel im Auto, ich sage, das ist ein Schranz hier, baust raus und dann bringst du rein. Und das stellst du dir Folgendes vor. Und da haben wir ja an der Uni in Eichstätt wahrnehmungspsychologische Untersuchungen gemacht. Ich habe nicht einmal die Gehäuse, wenn ich jetzt einen Lautsprecher nehme, kleine. Kennst du ein Lautsprecherchassis? Dass ich sage, jetzt wenn man das einbaut, wird das natürlich nochmal anders. Aber ein Lautsprecherchassis, wenn du einzeln vergleichst, ich habe einfach ein Musikstück und da habe ich meistens eine Stimme oder eine Gitarrennummer, das war so Reinhard May, wo mit der Gitarre spielt. Und das ist das Erste, was wir jetzt mal anschauen, ist menschliche Stimme. Wenn ich jetzt zu dir spreche, dann ist das echt nicht. Und dann habe ich, ich lasse den laufen, so auf Lautstärke, ich habe natürlich auch eigene Aufnahmen von mir gehabt, weil ich habe ein Tonstudio dabei gehabt. Und dann soll ich sagen, wir machen jetzt nur Folgendes, ich habe jetzt einen Lautsprecherausgang vom Verstärker, die zwei Kabel mit zwei Krokodilknämmen. Und jetzt mache ich hier, gib mir mal nur mal einen Lautsprecher her, bitte. Ein Untersetzer. Ja. So, ich muss sagen, wir machen jetzt ganz einfach Folgendes. Du nimmst jetzt den Lautsprecher, das ist deiner. Ja. Der Testsieger vor MW Quad, vor was, und das ist mein Chassis. Es ist nur das Chassis. Ja. Du hältst die so in die Hand, habe ich gesagt, und jetzt pass auf. Hier die Kabel. Ich habe jetzt hier Lautsprecher, du hörst jetzt, das ist es, und jetzt halten wir das da drauf. Und wir halten das da drauf. Und du schaust dir das einfach an. So habe ich verglichen. Noch fairer geht es nicht bei Lautsprecher. Der Unterschied.
ist, wir haben ja an der Uni in Eichstätt Untersuchungen gemacht, von 1000 Durchgängen. 1000, jeder. Jetzt, wenn man sagt, ich kenne mich da nicht aus. Das Problem ist ganz einfach das, dass wenn ich meinen Lautsprecher nehme, schon das gleiche Chassis, wenn ich meinen Lautsprecher nehme bei Autolautsprecher, also meine Technik, dann ist das so, wie ich jetzt zu dir spreche. Und ich habe dann noch gesagt, jetzt machen wir den Lautsprecher jetzt so hin, einfach so. Ja. Sag, wenn ich jetzt so hingehe, dann hast du das Gefühl. Und jetzt nehme ich nur das Kabel weg, kannst du auf dem normalen, egal welcher Firma. Ja. Und dann quält dich ein Lautsprecher an, wenn du es hinhält, machst du es so. So, das ist der Unterschied. Und das ist so brutal. Man kann es mit Worten nicht beschreiben. Ich habe dann hier bei Chassis, pass auf, Edelmarken. Wenn ich jetzt in der 13er Serie, vergesse jetzt die Markennamen, ich habe da nur verglichen mit dem, was die Fachzeitschriften sagen, es ist das Beste, was es weltweit gibt. Das hat man immer Referenzen genannt. Das heißt, Testzeitschriften sagen zum Beispiel hier, was ist zurzeit in der 1000-Mark-Preisklasse der beste Verstärker? Dann sagt man, das ist zurzeit der Referenzverstärker. Dieser CD-Player hier von Manfred, vom Witzner, das war damals die absolute Überreferenz, der beste, natürlich klingendste CD-Player auf der Welt. 18.000 Mark oder was. Das ist ja dann noch teurer, Vorverstärker bis 100.000 Mark hochgegangen. Und ich habe euch gesagt, das sind von allen Testzeitschriften dann nach Jahren sind Leute dazu, also die zu mir kommen, weil die neugierig geworden sind. Ah, die ganzen Vertreter. Es ist immer wieder diese Sache, zum Beispiel Autoanlage, die neue Überreferenz, eine Autoanlage für 70.000 Mark, das ist so die Edelsache, nur die Anlage. Und der Vertreter kommt zu dem Händler, der diese Autoanlage, der mit seinem Auto die Überreferenz gemacht hat und kommt hin und ja, lass mal hören, weil in der Fachbranche liest man die Zeitschriften. Und das ist dann immer wieder, das war dann hier die Orlus, die meine Sachen vertrieben haben, der hatte dieses Auto gebaut für AMC und dann sitzt der Vertreter bei ihm drin und was sagst du? Und nachher sagt der erste Vertreter vorhin von GBL, ja, die zweitbeste Anlage, die ich je gehört habe. Dann schüttelt er, das wollte er natürlich nicht hören, mit seiner 70.000 Mark Anlage, wo er über der Referenz war, ist. Und dann sagt der Vertreter, musst du mal auf Weißenburg fahren, der führt die Autoanlage für 3.000 Mark vor, dann machst du, die ist kaputt. Pass auf, ne, das spinnt halt der Welt. Dann kommt der nächste Vertreter, vor allem in Karten, zu dem fast dieselben Sprüche. Und dann werden die natürlich irgendwann neugierig, weil die in Weißenburg waren, die sagen, es ist eine andere Welt. Das ist ja nicht diskutierbar und wenn ich jetzt natürlich höre, wo ich immer wieder sage, vergisst, es ist komplett anders. Es ist einfach, ich habe dann sogar Aufnahmen mit der Wiener Philharmonie gemacht, in Wien auch dann über das Orchester mit normaler Technik und mit meiner und auch von der Wiener Philharmonie, es ist nicht diskutierbar. Mhm. Pass auf, einer meiner vor, kannst du die Lautsprecher weglegen? Das ist aber nicht. Pass auf, einer meiner Vorführungen, ich kann genau sagen, ich habe natürlich auch hier mit Show gearbeitet, Show nicht in Form von Manipulieren. Ja. Pass auf, denk mal folgendes und dreh dich mal rum. Das ist jetzt auch, und wir sind unser Thema ist Beratung, ich komme noch dazu. Ja. Du setzt dich jetzt hin. Und jetzt hast du hier meine zwei Boxen stehen. Ja. Das ist eine Monitoranlage. Also wenn die optimal stehen, das ist übrigens interessant schon von den Boxen, die müssen um 45 Grad nach außen gedreht sein und die Box selber ist nochmal in sich selber, hat die so ein Ding drin. Wenn man die Boxen kennt. Das heißt, damals wusste ich nicht, wie das funktioniert, aber ich habe akustisch eigentlich schon einen Eckspiegel vor mir aufgebaut mit den Lautsprecher. Das ist ja erst Jahre später, kann man die Erklärung. Das habe ich damals, war das schon da. Ich wusste auch nicht, rein durch Ideen, warum, das hat sich halt herausgestellt, dass ich so machen muss. Das ist mir gekommen. Und jetzt ist immer wieder, dass wenn ich mich jetzt hinsetze. Wir nehmen jetzt eine Gitarre. Super. Pass auf, da sind die Boxen, die kannst du total vergessen. Die sind ein Web, das hat nichts mit indirekt am Strand zu tun und ist ideal. Wenn ich jetzt hier mit einer normalen Gitarre mit Nylon-Seiten mit Klimpfer und ich spreche, dann wenn du jetzt die Augen zu machst, mach mal bitte die Augen zu. Dann hast du jetzt ja gewiss, das ist das Original. Und mein Ziel, wenn ich das aufnehme, dass wenn die Aufnahme läuft, dass du genau das hörst. Okay, kannst die Augen wieder kurz aufmachen? Und jetzt habe ich das gemacht bei Tests. Das waren meine ersten Sachen, dass ich gemerkt habe, du musst auf so viele Sachen achten. Ich muss zuerst weg von Subjektivität, ob was schön klingt oder nicht klingt. Meine ersten Aufnahmen, wo ich Boxen gemacht habe, war also, dass ich jetzt nur Mono. Das ist noch nicht im Stereo im Raum gegangen, sondern nur die Klangfarbe. Du merkst, ich kann ein Foto machen, das total echte Farben hat, was auch immer echt ist, aber das halt ein Foto ist. Ihr wart im 3D-Museum, da hast du 3D, aber da sind die Farben nicht echt. Verstehst du? Das heißt, perfekt muss 3D sein und die Farben müssen stimmen. Aber das sind unterschiedliche Aspekte.
Die Klangfarbe, die Farbe selber, wenn du im Fernseher zum Beispiel gestern hier bei dir, normalerweise im Udo, ratter, 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 bei eurem Fernseher, wo der Matthias Dorn sitzt, ich habe so die Grätze gekriegt. Ich habe die Grätze gekriegt, das schreibt mich an, euer Fernseher, ich meine nicht, dass der Fernseher schlecht ist. Hör zu, Andrea. Ja, ich höre zu. Ich meine nicht, dass der Fernseher schlecht ist. Genau so ist das Bild, wenn du durch einen Supermarkt oder einen Mediamarkt gehst, die ganzen Flachbildschirme, die schreien dich an, da kriege ich eine Grätze bis zum, es geht nicht mehr. Da, wenn du meinen machst, wenn du jetzt dieses Bild hast, schau dir mal die Hautfarben an, schau mal sie an, schau die Hautfarben an. Wenn du meinen Fernseher siehst, das ist der ältere, ist auch ein Flachfernseher, war einer der ersten Serie. Das ist immer, ich habe einen normalen Analoganschluss. Was analog heißt, das Bild ist nicht so scharf wie digital. Das ist auch wieder, Schärfe hat nichts zu tun mit Farben. Die reine Feinzeichnung. Du weißt, wenn ich dir das sehe, was ich anschaue. Bei mir sehen die Farben so aus, wie wenn die sitzen. Und das ist meine Frau, wenn wir jetzt bei uns immer durchlaufen im Marktkauf, da steht dann ein Flachfernseher, ich kann gar nicht hinschauen, gehen mir die Augen über. Das war bei euch gestern genauso. Da leuchten die Gesichter und rot und alles. Ja, ja, ja. Und das ist, und die Schwierigkeit ist, wenn du jetzt diese Fernseher, wie die da stehen, boah, ist das toll. Das ist aber beim klingenden Boxen, klingen die Boxen toll. Das ist, wenn ich was kaufen will, ist mehr besser. Wenn ich jetzt meinen Fernseher reinstelle, den wird keine alte Sau kaufen, weil der hat ja keine Farben. Das Problem, ich habe ja keine Farben. Bloß wenn ich jetzt nur schaue, das ist halt echt. Und das ist bei Boxen und solche, meine Boxen konntest du normal nicht verkaufen, weil die eben überhaupt keinen Sound, gar nichts geschönt haben. Das Spektakuläre war eben, dass sie echt waren. Wenn du einmal die Echtheit erkennst und du schaust das an und jetzt könnte ich das Bild mit diesen grellen, leuchtenden Farben und Kontrasten machen, dann machst du es so. Wenn du schaust, wenn du was kaufen willst und du siehst, das ist das Grelle, das Ohr funktioniert wie das Auge. Platons Filmgleichnis, ich muss dir nichts erzählen. Du bist so in der Normalität dieser extremen Überzüchtung von Natürlichkeit und wenn du jetzt das Natürliche siehst, musst du eine Zeit lang dich wieder. Denkst du, das künstlich, musst, musst du dich im ersten Moment nochmal wieder runterholen, dass du die Natürlichkeit siehst, immer von welcher Seite gehe ich, vom Dunkeln ins Helle oder vom Hellen ins Dunkle. Und die Welt, die ihr in der Werbung habt, ist extrem grelles Licht. Und in dem Moment, wo du in normale Helligkeit reingehst, in den normalen Raum, sagst du, ich sehe ja nichts mehr. Weil das ist, der Geist ist da schon überzüchtet. Und jetzt pass auf, das Erste ist jetzt, wir können eine Stimme machen. Und ich sage, meine Idee war, wie kriege ich Subjektivität weg? Du schmierst so unendlich weg, wo du dir Boxen schön denkst, weil da kommt automatisch, ist das echt. Sogar die Fotos in der Zeitung, alles wird echt, wenn du das Bild, die Zeitung unterdrückst. Wir können mit Farben, ist ja selbst der Schwarz-Weiß-Bild, merkst du nur, wenn du dir den Film anschaust, dass der schwarz-weiß ist, wenn der Film interessant ist. Was ich jetzt gesagt habe, ist auch einfach folgendes, ich nehme jetzt nur, natürlich viele verschiedene Instrumente, ich nehme eine Gitarre, dass hier nur eine Gitarre spielt und ich zupfe jetzt irgendein paar kleine Dinge oder ich spreche, ich sage zum Beispiel 1, 2, 3, und dann lasse ich eine Pause, dann sage ich 1, 2, 3, oder bei der Wiener Philharmonie habe ich das gemacht, hier mit denen habe ich vorgeführt, da ist der Violinist, der erst die erste Geige ist gegangen und dann macht er mit seiner Stradivari, spielt einen kleinen Bogen, hier genau in dem Abstand, er steht da und spielt es. Und das haben wir dann aufgenommen und dann sag ich, jetzt warten wir 5 Sekunden, dann spielst du das nochmal. Dann spielst du das nochmal und wenn ich jetzt das wiedergebe, dann kommt es ja und wir stellen dich jetzt hin und dann haben wir es aus der Box und dann machst du es im Original. Und dann haben wir es aus der Box und dann hast du es im Original. Und dann kann man direkt vergleichen und jetzt sagen wir nicht mehr, was ist schöner, sondern wir vergleichen, ist es gleich. Ja, ist es gleich, ja. Das war, ich habe gesagt, die neue, so habe ich angefangen Boxen zu entwickeln in die 80er Jahre. Und das ist fast nur in eine Box, dass ich eine Box gebaut habe und dann, meine wenn ich sage, jetzt klampf einfach einmal was und dann das aufgenommen im Studio und dann habe ich das Original daneben gesetzt und dann kann ich eine hinsetzen und dann schaue ich Box, Original, Box, Original, Box, Original. Und dann merke ich jetzt irgendwie, was ist da anders. Ja. Und da war das erste Weg, dass ich, was ich festgestellt habe, wenn Boxen messtechnisch richtig sind, sind die immer total anders gewesen. Also jede normale Box, Monitorbox hat mit Original nichts zu tun gehabt. Und dann habe ich hier Boxbaum mit Nabelschnür, ganz am Anfang. Das hast du immer zweiwig oder dreiwig. Und du kannst ja dann mit der Frequenzweiche und dann nur nach Gehör, fällt damit, machen wir den Höhen raus, die Übergangsfrequenz verändern, dass nur die Weiche so abgeglichen, dass ich eine Box habe. Es ist nur gegangen, nur auf dieses kleine Moment hin und her, dass ich eine Box habe, die gleich klingt. Also subjektiv, wo du fast sagst, es ist jetzt in der Richtung ziemlich gleich, dass man es fast nicht unterscheiden kann, dann habe ich die Box gemessen und habe die an der dollverkehrten Frequenzgang gehabt. Das war schon, da stimmt irgendwas nicht mit der normalen Logik.
Aber ich will euch jetzt eine Technik erklären. Ich will euch zeigen, dieses der Trick bei mir im Laden, was ich gemacht habe, dass ich jetzt zum Beispiel auch hier gesagt habe, pass auf, setz dich mal hin und mach die Augen zu. Okay? Und jetzt habe ich hier vorher, du lässt die Augen zu, dann habe ich jetzt hier vorher das, was ich jetzt spreche, aufgenommen im Studio. Und der Text ist es so, dass ich mich hinstelle, der macht jetzt die Augen zu, mach mal die Augen nochmal schnell auf. Du stehst da, ich erkläre dir jetzt irgendwas über Sternenlaufen und sage jetzt zu dir ganz normal, mach mal bitte die Augen zu. Und wenn ich jetzt weiter spreche und weiter erkläre, habe ich genau nach 3-4 Sätzen, habe ich genau das aufgenommen und dann habe ich hier mit der Fernbedienung meine Anlage laufen lassen. Das heißt, ich habe jetzt während ich spreche, achte mal bitte genau auf meine Stimme. Ich werde jetzt genau mal zeigen, was natürlich ist. Und jetzt drücke ich auf den Knopf und lasse das Band weiterlaufen, wo das, was ich hier spreche, vom Bandkorb, dann würde ich wegschicken. Und für ihn spreche ich ja keiner. Du hörst keinen Unterschied. Und dann sage ich plötzlich über die Ohren noch, jetzt mach mal die Augen auf. Da ist niemand. Und die Gesichter, wo ich schon gesehen habe, das heißt, der Sprung von meiner echten Stimme zu dem, wo die Aufnahme weitergelaufen ist, ist von keinem ist nicht merkbar. Ich kann euch gleich sagen, bei der Wiener Philharmonie, die Musiker mit der Stradivari in 3 Meter Abstand, die haben gesagt, gleich ist gleich, gleicher geht's nicht. Das ist, wo ich in der kleinen Mondbarung sage, ich schaffe eine Kongruenz von 98%. Das heißt, dazu, dass du es wirklich nur mehr unterscheiden kannst. Aber ohne subjektiv klingt es gut oder klingt es nicht gut. Es ist rein gleich. Ja. Gut. Ja. Und das ist jetzt, wenn du diese Anlage nimmst und in einen Laden stellst und du schaltest du mit normalen Anlagen. Moment. Selbst die Radios, die früher dabei waren, sind die Mono-Dinger mit einem Holzkabel, die haben viel besser auf Lied, die das rein vom Herzen her. Ich habe die nur repariert. Ja. Das immer in der Werkstatt, die alten Mono. Echt nicht, aber schön. Aber viel schöner wie die Stereo-Dinger. Selbst Mono und Stereo. Was ich immer gesagt habe, ist hier, was Leute nicht gekriegt haben, ist Lästigkeit. Ich weiß es mir gar nicht. Ich habe immer das Wort Lästigkeit benutzt. Lassen wir mal echt weg. Ich kann stundenlang im Hintergrund Musik hören und es ist einfach nur schön. Ja, aber teilweise. Und ich sage nicht, die Anlage klingt schön, es tut nicht weh. Das ist. Ja, und jetzt pass auf, wenn ich jetzt genau die Anlage nicht wie das kann. Und ich mache einfach auch ein Standardding. Da haben wir einen Versuch an der Uni in Eichstätt gemacht und ich habe es mit tausenden Kunden bei mir im Laden gemacht. Ich sage jetzt, pass auf, stell dich hin, das ist natürlich normal, wie du vorstellst mit Boxen. Ich fühle jetzt einmal 2 Boxen vor. Und jetzt ist es so, ich schalte um, du merkst, es ist egal, was läuft, habe ich gesagt. Du mal nicht hinschauen, weil ich auf den Boxen rumstehe, welche Box läuft, sondern ich lasse jetzt eine Box laufen, dann schalte man auf die andere Box und dann schalte man wieder zurück. Und du sagst mir, welche würdest du kaufen, wenn die gleich aussehen und gleich teuer sind. Mhm. Weißt du, dass ich jetzt sage, optisch sind sie gleich, kosten gleich viel, rein vom Klang der Unterschied und den wirst du ganz krass hören, welche Box würdest du dir kaufen? Und jetzt pass auf, auch das haben wir an der Uni in Eichstätt gemacht. Und ich sage jetzt von Tausenden, haben 1000 Mann, alle eindeutig dasselbe gesagt, die erste Box ist besser. Das ist der normale Lautsprecher. Und das war dann das Verrückte. Du hörst was, ich schalte um, dann hörst du meine Box, die hier, dann schaltest du wieder um. Und dann haben wir dann in Eichstätt an der Untersuchung, das war irgendwo der Professor Brugger für Wahrnehmungspsychologie, das war ein Kunde von mir, weil der so begeistert war, hat gesagt, da machen wir Untersuchungen, haben die bei den Studenten haben wir gesagt, warum kaufst du die erste Box, warum ist die besser? Und das ist immer dieselbe Floskel. Die ist dynamischer, die ist lebendiger, die ist, hat mehr Wirkungsgrad, sagt einander, wo sich auskennt, was du auch immer unter Wirkungsgrad verstehst. Die ist lebendiger, die ist klarer, die ist reiner. Wieso willst du die zweite Box nicht? Die ist dumpf, die ist hohl, die ist muffig, die hat keine Höhen, die hat keine Dynamik. Das sind, waren immer die Floskeln. Und jetzt pass auf, immer, jeder, die Box von mir ist nicht verkäuflich. Wenn du zuerst eine normale Box hörst. Umgekehrt ist, wenn ich dasselbe mache und ich sage jetzt keine, da lasse ich natürlich eine spektakuläre Musik laufen am Anfang und dann sage ich jetzt, pass auf, jetzt schauen wir mal das andersrum. Wir machen jetzt hier echt. Jetzt machen wir wieder irgendeinen Sänger. Ich sage, du stellst jetzt vor, für dir sitzt einer 3 Meter, der singt, Reinhard May mit einer Gitarre in der Hand, ohne Verstärker, unplugged, wie man das so schön nennt. Und dann lasse ich zuerst meine Box laufen.
Und ich sage, konzentrier dich mal, stell dir mal vor, der wird jetzt da sitzen, ist das echt? Und dann stelle ich Originallautstärke, zu der Stimme gehört sich ja genau dieser Sprachrhythmus. Wenn ich mich jetzt lauter mache, merkst du sofort, dass sich an dem Klang der Stimme was verändert. Zu diesem Sprachrhythmus, diese Stimme, die darf ja nicht lauter sein, sonst ist sie aber echt. Ja. Okay? Ja. Dass ich das auch verschiebe. Und dann sage ich, jetzt lass, und dann lasse ich nur eine Minute meine Box laufen, jetzt machen wir nur umgekehrt und dann schalte ich auf die Box um, wo alle vorher gesagt haben, die ist besser. Und auch hier, 99% machen es beim Umschalten so, weil plötzlich das Ohr ist entspannt, ich sage, das ist normales Sehen und dann ist immer Gitarre da und eine menschliche Stimme und sobald die normale Box ist, brennt ich zwei Lautsprecher. Ja. Und da ist natürlich auch mit Wirkungsgrad, ich habe dann Musikerboxen, wie er baut mit dem System und da habe ich zuerst einmal messtechnisch und das ist jetzt, ich komme nur auf den CD-Player kurz zurück, Manfred kommt mit so einem Monster-CD-Player. Da habe ich gesagt, um die jetzt zu vergleichen, machen wir Folgendes. Ich nehme zwei gleiche CDs, wir tun die gleichen CDs rein und die lasse ich dann gleich laufen und dann schalten wir nur die CD-Player um. Aber dass das wirklich fair ist, müssen wir die zuerst einmessen, weil wenn es ein Hauch lauter ist, dann kommt dir das besser vor. Und darum sage ich, jetzt nehmen wir zuerst eine Mess-CD rein und wir messen zuerst einmal, dass beide CDs absolut exakt dieselbe Ausgangsspannung haben. So, ich schaue genau zu, weil ich will es ja vergleichen. Und das ist eine Grundvoraussetzung, dass die absolut gleich laut sind. Weil minimaler Pegelunterschied, sagt da viele, der ist besser, der macht mehr, wo es ja derselbe Klang ist. Weil an der Lautstärke veränderst du ja nichts am Klang, sondern bloß den Pegel. Und dann sind die gleich laut und dann, um das loslaufen zu lassen, ich habe eine extrem hochwertige Aufnahmenummer, was ich nur so mal Standard, Neu Charma Plays List war das, und ich nehme die zwei CDs hinein und dass die synchron laufen, was übrigens du beim Umschalten überhaupt nicht hörst, ist einfach beim Klavierkonzert, der fängt zum Spielen an und dann tue ich genau die ersten drei Töne oder zwei, was halt ist Musik, und drücke auf die Pause, ich lasse das loslaufen, zack, zack, und drücke auf Pause, und dann mache ich das bei meinem mit derselben Platte, zack, zack, zack. Weil du kannst ja genau im Takt, wenn du mitgehst, und drückst auf Pause und dann drückst du, wenn du beide gleich drückst, laufen die synchron weiter. Und wenn ich die jetzt umschalte, ist es, du in 90% hörst du rein vom Zeitsprung überhaupt nichts, weil das ist gleich. Und jetzt, wie ich das mache, wie immer mit Filmen, auch mit meinen eigenen Geräten, wo ich modifiziert habe, dass der Manfred zuschaut und ich lege Neu-Schaumab, lässt nichts rein und der klopft zweimal drauf am Klavier, ich mache Stopp und ich sage, ist das ein Scheiß aus? Kennt ihr einen Udo? Wieso? So, das ist ja absolut Oberhilfe. Das Ding klingt ja nur schlechter wie mein 500 Mark CD-Player in Serie. Der für 18.000 Mark. Die Überreferenz. Ich sag, der klingt ja noch schlechter wie ein nicht umgebauter 500 Mark Player. Wieso? Sie haben doch den noch gar noch nicht gehört. Na so, ich hab ihn doch jetzt gerade gehört. Na sagt er hier wieder, der Litzner selber Klavier gespielt. Na, ich sag, pass auf. Wenn ich jetzt ein Klavier rausstehen habe und du klangst nur ohne zu spielen einmal bong drauf, dann höre ich, dass das ein Klavier ist und wenn das eine Box wieder gibt, höre ich, dass das eine Box ist.